mutig, in ihren besten Momenten wahnsinnig unterhaltsam und lustig und bleibt für mich Tag für Tag die größte Inspiration, auch wenn ich mich manchmal sehr ärgern muss. Ich glaube, auf vielfältige Art und Weise ganz wichtig ist, dass wir, und da bin ich ganz Schüler von Peter Unfried, dass wir in politischen Mehrheiten denken und möglichst viele Leute mitnehmen. Das heißt, für mich als Sportwagenfahrer gibt es andere Dinge, die ich gerne tue, als für den klassischen Fahrradfahrer. Jeder an seiner Front. Und glaube ich, am Ende ist vor allem wichtig, dass wir eine ökologische Transformation der Volkswirtschaft nicht so sehr national denken als global. Es hilft nichts, wenn Deutschland das alles richtig macht und wir die Europäer in dem Prozess verlieren. Wir müssen darüber hinaus denken, dass wir global Wirtschaftsprozesse anders denken und organisieren müssen. Und da wünsche ich mir manchmal mehr Pragmatismus und auf jeden Fall viel, viel weniger Idealismus. Der ist eher toxisch. Keines. Also ich habe in meinem Regal so ziemlich alles stehen. Als 68er Kind habe ich sozusagen eine wunderbare linksradikale Büchersammlung und ich habe mich nur von den gesammelten Werken von Lenin getrennt, weil die waren, glaube ich, 60 Bände in Braun und die wirkten irgendwann so düster. Und da steht jetzt Ernst Jünger von meinem Verlag Klett-Cotta.